Guten Morgen, Nimmerland. Heute stellen wir euch unsere Abschlussfeier-Sondersendung vor. Viele von euch wissen nicht, wie es in einer Schule abläuft. Dieser Stummfilm zeigt euch jetzt, dass es lustige, aber auch schmerzvolle Tage gibt. Am ersten Tag im vierten Schuljahr bekamen wir einen neuen Klassenlehrer. Hier unsere allerersten Eindrücke von Herr Verkeulen. Tja, liebe Zuschauer, auch wir werden älter. Das seht ihr in der nächsten Fotokollage. Nun zu den Sportnachrichten. Wir schalten live zur Peter Pan Arena und übergeben es an Sportakus David. Willkommen zu diesem wohl historischen Ereignis. Es spielt die 6C gegen die 6D. 6C angeführt vom Top-Superstar Son Nguyen und schon schießt er sein erstes Tor. Das Publikum allerdings ist außer Rand und Band und Son schießt weiter Tore. Zum Beispiel das 3-0. Dann mit seinem wunderschönen Torjubel. Anderer Meinung jedoch 6C-Trainer Helmut Winkelberger. Was ist das hier? Fußball oder was anderes? Und Son schießt trotzdem weiter viele Tore. Wunderschön. Doch dann das Gegentor. André mit dem Schuss und da ist das. 6-1. Der Trainer Fußball weiter am Fluchen. Und fluchen. Doch dann Son. 7-1 in der Nachspielzeit. Doch für die D-Mannschaft heißt es trauern und weinen. Der Trainer schüttelt schon den Kopf. Die sind aber unwichtig. Kommen wir nun zu den Gewinnern. Die 6C hat gegen die 6D mit einem 6-1 gewonnen. Nun sprechen wir den Trainer. Was sagen Sie zu der Leistung Ihrer Mannschaft? Kein Kommentar. Okay, was ist Ihrer Meinung nach nicht so gut gelaufen? Alles. Starspieler Son Nguyen mit einer anderen Meinung. Ihm umrannten viele Mädchen. Doch dann musste er von dem Trainer Helmut zurückgezogen werden für das Interview. Sind Sie zufrieden mit Ihren Teamkollegen? Ja, aber bloß nur, was mich aufregt, dass ein Mitspieler von mir nie zu mir passt und er verliert immer den Ball.
Aber eigentlich ist es ja nicht schlimm. Hauptsache, ich habe die Tore geschossen. Glauben Sie, Sie haben alles richtig gemacht? Ja, ich glaube, ich habe alles richtig gemacht. Bloß die Spieler sind zu schlecht, um das umzusetzen. Wir sind immer noch die Nummer 1 und so. Also kein Problem. Glauben Sie, schafft es Ihre Mannschaft ins Finale? Nein, ich glaube nicht, dass diese grottenschlechte Mannschaft uns im Finale schafft. Was stellen Sie sich unter Fußball vor? Was verstehen Sie darunter? Ja, 8 Kinder rennen hinter einen Ball her. Und was sinnlos ist, weil die 6C ja immer gewinnt. Deswegen ja. Doch nur. Außerdem haben wir heute noch einen Fan mit dabei. Wie fanden Sie das heutige Spiel? Son, die Spieler jetzt! Okay, danke, das reicht. Das waren die Nachrichten des Tages. Tschüss!